Buongiorno a tutti. Guten Tag, herzlich willkommen zu dieser Begegnung über wissenschaftliche Themen, über das Universum und das Leben. Ist das Leben im Universum unvermeidlich oder ein einzigartiges Ereignis? Wir wollen hier einige Aspekte vertiefen, die mit dem Ursprung des Lebens zusammenhängen. Themen, die schon in diesem Meeting aufgegriffen worden sind im Exoplanet-Bereich. Die die Vereinigung Eurasis gemacht hat. Wer diesen Bereich Exoplanets besucht hat, konnte dort wahrnehmen, dass verschiedene Entdeckungen der letzten Zeit neue Verbindungen aufgewiesen haben zwischen unserer Existenz und dem Kosmos. Sie haben die Distanz zwischen uns und dem Kosmos in gewissem Sinn reduziert. Planeten gibt es wirklich sehr viele, viel mehr als man gedacht hat. Es ist ganz normal, dass Sterne Planeten haben und gleichzeitig zeigt sich, dass sich Kohlenstoffverbindungen zeigen in diesen Planeten, also organische Chemie ermöglicht. Auf Asteroiden, in Kometen und im interstellaren Gas haben sich Kohlenstoffverbindungen gezeigt. Der Planet, auf dem wir wohnen und die Moleküle, aus denen wir gemacht sind, zeigen sich heute in einer größeren Kontinuität mit der kosmischen Struktur, als wir vor wenigen Jahren noch dachten. In gewissem Sinne ist der Kosmos und seine Entwicklung Tendenz zur Komplexität aufzuweisen mit der Bildung von Planeten und der Synthese von komplexen Molekülen. Sicherlich, unser Planet ist ein besonderer Planet, aber der Kosmos hat viele Planeten. Und die Moleküle, die man fürs Leben braucht, sind sehr komplex, aber man kann sie sehen als Kombination von einfacheren Fragmenten, die verfügbar sind im Kosmos. Diese Evidenzen haben die Idee für den Titel ergeben, von dieser Begegnung hier. Die neuen Kenntnisse stellen uns vor eine Frage, die seit langer Zeit existiert. Sind wir etwas Besonderes hier auf der Erde? Wie der Titel zeigt, bewegen wir uns zwischen zwei Paradigmen, die auf entgegengesetzten Seiten der Frage stehen. Es kann immer noch wahr sein, dass die Erde etwas Spezifisches ist und dass die Komplexität der Moleküle, aus denen wir aufgebaut sind, kann das sein, dass es das nur einmal gibt? Das könnte sein, dass es so etwas nur einmal gibt, wie auf der Erde. Aber bei der hohen Zahl von Planeten und der Verfügbarkeit von Kohlenstoffverbindungen kann man als eine große Zahl von Versuchen, das Leben zu erzeugen, sehen, wo es aber vielleicht nur einmal Erfolg gegeben hat. Das erzeugt Staunen, vielleicht erschrecken und dann auch vielleicht Dankbarkeit für unsere Existenz hier. Es gibt eine Vision, die dem entgegengesetzt ist. Und wir könnten nämlich entdecken, dass das Leben ein natürliches Ergebnis des Kosmos ist. Dass also der Kosmos, der ausgeht von einer unstrukturierten Masse, dass der Kosmos sich immer weiterentwickelt aufgrund der physikalischen Gesetze über 14 Milliarden Jahre hinweg und immer weiter die Komplexität erhöht, bis das Leben entsteht. Das heißt, ein Kosmos, der aufgrund seiner Natur zum Leben strebt. Auch diese Vision ist absolut erstaunlich. Das ist schon auf dem Niveau der besten Science-Fiction-Romane. Und das ist auch ein bisschen erschreckend. Und es ist schwierig, dass diese Visionen nicht ein bisschen schwindelerregend sind. Es gibt ein interessantes Zitat von Arthur Brack, das von Stanley Kubrick zitiert wurde. Beide haben bei dem Film 2001 Odyssee im Weltraum zusammengearbeitet.
Er sagt, es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder sind wir alleine im Kosmos oder wir sind es nicht. Beides ist erschreckend. Und wir können vielleicht sagen, beide sind auch gleichermaßen faszinierend. Um das zu vertiefen, um einige Aspekte dieses Themas zu vertiefen, haben wir bei uns zwei außergewöhnliche Gäste, die einige dieser Aspekte anschauen werden mit unter verschiedenen Gesichtspunkten. Wir haben bei uns Antonio Lanzgano, Professor an der School of Science der Universität von Mexiko. Er ist Biologe. Er ist Biologe und heute bei uns. Er ist aufgewachsen in Mexiko. Er hat an der Nationalen Autonomen Universität in Mexico City studiert, wo er aktuell eine Forschergruppe leitet über die Evolution des Lebens. Antonio ist ein weltweiter Bezugspunkt für die Fragen des Ursprungs des Lebens. Er ist Autor vieler Artikel und Bücher. Einige populärwissenschaftliche Bücher sind weltweite Bestseller geworden. Eines davon hat 800.000 Exemplare verkauft. Antonio hat wichtige Kooperationen gehabt und Freundschaften mit wichtigen Personen auf diesem Sektor, zum Beispiel mit Alexander Oparim in Russland. Er ist sozusagen sein russischer Opa, oder mit Stanley Miller in den USA, der bekannt ist aufgrund seiner Experimente, die man auch schon in der Schule lernt, über die spontane Synthese von Kohlenstoffverbindungen. Darüber hat er viele Artikel zusammen mit ihm publiziert, und Francis Crick, der sich mit dem Ursprung des Lebens befasste. Die Beiträge von Antonio Lanzgano betreffen die Chemie und die spontane Bildung von Biomolekülen. Antonio war zweimal Präsident der Internationalen Gesellschaft für das Studium der Ursprünge des Lebens und ist in verschiedenen Gremien verschiedener internationaler Organisationen, zum Beispiel NATO und NASA. Und er hat viele Ehrendoktorwürden erhalten, auch in der Universität Mailand. Im Jahr 2014 wurde er Mitglied des Nationalkollegiums der wichtigsten Wissenschaftsorganisation von Mexiko. Wir danken, dass er hier ist. Wir haben hier mit uns auch Don Giuseppe Tanzellalite. Er ist Fundamentaltheologe in der päpstlichen Universität Santa Croce in Rom. Don Giuseppe hat sich in Astronomie ausgebildet in Bologna und hat Radioastronomie betrieben und Kosmologie beim Institut für Radioastronomie in Bologna und dann beim Astronomischen Observatorium Turin. Er ist Co-Autor des ersten Katalogs über Galaxiengeschwindigkeiten. Dann wurde er Priester 1987 und 1991 Doktor der Theologie, und jetzt ist er Lehrstuhlinhaber für Fundamentaltheologie an der Universität Santa Croce in Rom und arbeitet beim Observatorium des Vatikans mit. Er interessiert sich für die Beziehung zwischen zeitgenössischer Kultur und christlicher Offenbarung. Und er hat viele Arbeiten gemacht über die Beziehung zwischen Philosophie und Naturwissenschaften. Er ist Kurator des interdisziplinaren Wörterbuchs Glaube und Wissenschaft. Und er hat ein Buch herausgegeben über Fundamentaltheologie und Naturwissenschaft. Er leitet das Forschungszentrum über Wissenschaft und Glaube bei
der Universität Santa Croce und die Internationale Forschungsschule für interdisziplinäre Forschung, dass da ein Seminar organisiert für junge Wissenschaftler organisiert, um ihre wissenschaftliche Ausbildung mit Philosophie zu ergänzen. Wir danken Giuseppe, dass er hier bei uns heute ist. Als wir diese Begegnung vorbereitet haben, haben wir uns geeinigt, dass jeder eine allgemeine Frage bekommt und dann jeder noch eine etwas persönlichere Frage bekommt. Ich fange mit der etwas Frage an für Antonio. Was sind die aktuellen Erkenntnisse über das Leben auf der Erde und welche Daten haben wir, die Hypothesen sind, welche Daten sind vertrauenswürdig? Das Erste, was ich sagen müsste, ist, ich spreche nicht wirklich Italienisch, ich spreche einen Mix aus Spanisch und Italienisch. Das Zweite ist, mir scheint, dass in den letzten 5 Jahren haben die Italiener sich mehr an einen spanischen Akzent gewöhnt. Und das Dritte, was ich sagen musste, ist, wir wissen nicht, wie das Leben auf der Erde entstanden ist. Wir wissen das deswegen nicht, weil niemand von uns da war, als der Übergang vom Anorganischen zum Lebendigen entstand. Es ist aber wichtig zu sagen, wir sprechen in der Schule immer und in den Büchern von der wissenschaftlichen Methode, aber es gibt viele wissenschaftliche Methoden. Die Art und Weise ist wie ein Chemiker arbeitet, der Synthesen macht, das ist anders, als was ein Paläontologe macht. Und die Methode des Kosmologen ist anders und die Methode der Linguistik ist nochmal anders. Die Biologie, die Evolutionsbiologie, ist eine historische Disziplin und in diesem Sinn suchen wir nicht, Evidenzen zu akkumulieren, über die Reaktionen. Also wir versuchen, ein historisches Narrativ zu konstruieren. Das Studium der Ursprünge des Lebens hängt sehr stark ab von sehr vielen wissenschaftlichen Disziplinen. Wir wollen ein multidisziplinäres, interdisziplinäres Forschungsgebiet aufzubauen. Es ist einfach, dass sich ein Planet bildet. Wir wissen, dass es sehr viel Wasserstoff im Universum geht. Und am Anfang des Sonnensystems hatte die Erde eine Atmosphäre mit viel Wasserstoff und keinem Sauerstoff. Wir wissen dann, welche chemischen Reaktionen sich abspielen in so einer Atmosphäre. Und wir versuchen dann zu analysieren, wie sich die Chemie anderer Planeten abspielt, um die Ursuppe dort zu analysieren. Und dann haben wir immer mehr verstanden, dass das Leben nicht nur von einem Molekül abhängt, sondern von der Interaktion zwischen vielen Molekülen. Und wir erkennen heute die Bedeutung von RNA. Das ist ein Cousin von DNA und dann können wir den Vergleich ziehen und die Entwicklung verstehen von der ersten metabolischen Reaktionen. Aber das sind alles Hypothesen und wir müssen unsere Vorschläge immer weiter verfeinern, um das Problem des Ursprungs des Lebens wird immer offen bleiben. Wir müssen spekulieren und wir müssen aber uns daran erinnern, dass Spekulation viele Bedeutungen hat. Eine lateinische Bedeutung ist das, was man im Spiegel anschaut. Ja, dann gibt es die Bedeutung, die Spekulation in der Bank mit Geld. Ja, und dann gibt es die Spekulation in der Wissenschaft. Und das ist immer so ein Bezugsrahmen, wo die Chemie, die Physik, die Astronomie eine Verbindung eingehen.
ja, mit gemeinsamen Regeln und Eigenschaften. Und mehr verstehen wir, das wird unser Narrativ immer präziser, aber immer offen. Es bleibt immer offen am Ende. Danke. Ich muss mich sehr bedanken bei meinen Freunden Tommaso Bellini, Tommaso Fraccia und Giuseppe Tanzelaniki für die Möglichkeit, hier heute mit euch zu sprechen. Und ich habe immer natürlich ein Problem mit dem Italienischen. Aber das Erste, was ich sagen muss, ist, wenn man vom Ursprung des Lebens spricht, sprechen wir über ein Evolutionsproblem. Wenn wir von Evolution sprechen, dann ist das erste Bild, der erste Punkt, den wir im Kopf haben, ist Darwin mit seiner Arbeit über die Ursprünge des Lebens. Aber wie wir in diesem Bild sehen können, ist die Idee über die Evolution eine der kraftvollsten Ideen des 19. Jahrhunderts. Und mir scheint, dass es eine der schönsten Erbstücke der Aufklärung ist. Der Erste, der davon gesprochen hat, von Evolution, ist nicht ein Biologe, nicht ein Astronom, es ist der Philosoph Kant, der am Ende des 18. Jahrhunderts eine radikale Idee vorgeschlagen hat. Heute wissen wir, dass Newton in seinem Werk die Idee des Sonnensystems und des Universums hinterlassen hat, als Uhrwerk, als kosmisches Uhrwerk. Das heißt, wenn man die Position eines Mondes wissen will, hat man kein Problem. Und wir können immer sehen, wenn wir schauen, wie ein Satellit, der ins All geschossen wird, zu einem anderen Planet geschossen wird und der Satellit kommt ohne Probleme da an, weil wir die ganzen Bewegungen berechnen können. Das ist die Macht der Newtonschen Physik. Aber Newton spricht nicht über die Ursprünge dieser mechanischen Vision und dieser Uhrwerksvision des Kosmos. Newton spricht von einem Universum ohne Anfang und ohne Ende. Kant hat etwas außergewöhnlich gemacht, das sehr radikal ist. Er hat zum ersten Mal über den Ursprung des Sonnensystems gesprochen als Resultat eines Kollaps einer Gaswolke von interstellarem Gas aufgrund der Schwerkraft, dann die Sonne gebildet hat und die Planeten. Und zum ersten Mal in der Geschichte des Denkens war die Idee der Zeit eingeführt worden, in die Beschreibung eines natürlichen Systems. Wenige Zeit später hat Marquess de Laplace in mathematischer Form diese Idee abgebildet. Und es gibt eine Anekdote, die sehr wichtig ist. Marquess de Laplace hat ein Buch geschrieben mit all den Fragen der Epoche. Er hat eine mathematische Vision der Kantschen Idee der Kondensation eines interstellaren Nebels gebildet. Und er hat dann das Buch Napoleon geschenkt. Und Napoleon war sehr intelligent und auch etwas sarkastisch, hat das Inhaltsverzeichnis angeschaut und hat ihm gesagt, Herr de Laplace, in Ihrem Buch sehe ich nicht das Wort Gott. Er hat von der Himmelsmechanik gesprochen. Laplace hat gesagt, Gott ist eine Hypothese, die nicht notwendig ist, um mein Buch zu schreiben. Das ist wichtig, weil es den Säkularisierungsprozess unserer Beschreibung des Universums zeigt und gleichzeitig zeigt es die zwei Möglichkeiten, die nicht in Widerspruch zueinander stehen, sondern unterschiedlich sind,
Es gibt die Möglichkeit der religiös-mystischen Interpretation und Vision und es gibt die Möglichkeit einer wissenschaftlichen Vision des Universums. Nach Kant und nach Laplace gab es viele Denker, die von der Evolution des Lebens gesprochen haben. Lamarck 1809 hat ein Buch geschrieben, über die Physiologie geschrieben, in dem Jahr, wo Darwin geboren wurde. Das Buch von Lamarck war praktisch die Taufe von Darwin in gewissem Sinne. Und Lyell war dann der Lehrmeister von Darwin. Er spricht von Evolution. Carnot und Thomson sprachen über die Zunahme von Entropie in diesen Systemen. Und Spencer spricht von der Entwicklung der Sprachen. Marx und Engels sprechen von der Evolution der wirtschaftlichen Produktion und der sozialen Evolution. Und Renan spricht von der Religionsevolution. Und man kann sehen, dass Darwin in der Tat nicht derjenige ist, der angefangen hat mit der Evolutionsidee, aber in ihm kulminiert praktisch das Denken des 19. Jahrhunderts. Darwin hat nicht vom Ursprung des Lebens in der Öffentlichkeit gesprochen. Seine Arbeit hat zwei grundlegende Aspekte. Einmal die Idee, dass die ganze biologische Diversität das Resultat der Evolution ist. Und er hat die Idee der natürlichen Selektion vorgeschlagen als Mechanismus, der die Diversität in der Biologie erklären kann. Er hat nicht vom Ursprung des Lebens in der Öffentlichkeit gesprochen. Er war ein bisschen scheu, schüchtern, aber er hat einen Kontext hinterlassen, innerhalb dessen man auch über die Ursprünge nachdenken kann. Haeckel hat dann nach Darwin, der in Italien war, der mit großem Enthusiasmus über Garibaldi geschrieben hat, und er hat das Werk von Darwin angeschaut und hat entschieden, für das erste Mal über die kosmische Evolution geschrieben. Haeckel ist ein guter Deutscher. Er hat mit viel Aufmerksamkeit Kant gelesen und hat sein Buch angefangen über die Naturgeschichte der Schöpfung und hat geschrieben, dass das Sonnensystem das Resultat der Kondensation eines Nebels in dem Weltraum ist. Und er hat gesagt, also als die Erde dann erkaltete, hat sich das Wasser akkumuliert und danach, als Haeckel dann verstand nichts von Chemie, hat er über die spontane Ausbildung von Leben gesprochen. Und dann hat er diese ganze Diversität des Lebens versucht zu erklären in seinem phylogenetischen Baum. Haeckel, wie alle Forscher in Deutschland, hat einen großen Einfluss gehabt in der Entwicklung des Denkens und der Forschung in Russland und später auch in Sowjetrussland. Und in diesem Sinn, in diesem historischen Kontext, hat Alexander Iwanowitsch Opain, ein junger Forscher, der Chemie studiert hat und Biochemie und etwas Pflanzenphysiologie in der Moskauer Universität. Er hat vorgeschlagen, dass das, was Haeckel spontanes Entstehen von Leben genannt hat, dass dann das sehen kann, in einigen Etappen. Erstens die Bildung einer Reduktionsatmosphäre ohne freien Sauerstoff, denn ohne Leben keine Photosynthese, ohne Photosynthese keinen Sauerstoff, ohne Sauerstoff hat man ganz klar eine Reduktionsatmosphäre. Das ist gut, weil Sauerstoff für organische Moleküle sehr toxisch ist. Wenn man ein Stück Apfel anschaut und sieht, wie dunkel das wird, das ist ein Oxidationsphänomen, wenn der Apfel dunkel wird. Das heißt, an der ursprünglichen Erde gab es keinen freien Sauerstoff. Deswegen war die Synthese organischer Moleküle möglich. Es gab eine lange deutsche Tradition in organischer Chemie.
Er hat davon profitiert, von dieser Kenntnis profitiert und schlug die Idee der Ursuppe vor. Und dann hat er eine Prämendel-Vision der Genetik. Er dachte nicht an ein lebendes Molekül, sondern er dachte, das Leben ist das Resultat von verschiedenen Molekülen. Sie hatten ein Protoplasma-Modell, eine Substanz, von der man heute nicht mehr spricht. Aber wenn man sich die Biologiegeschichte anguckt, dann hat er die primordiale Zelle entworfen. Es waren dann Bakterien, anaerobe Bakterien. Und dann diese Bakterien mussten in der Lage sein, die organischen Moleküle in primitiven Umgebungen aufzunehmen. Wenn man das Schema anschaut, dann spricht man da nicht über DNA und Nukleinsäuren, denn als Darwin sein Schema gemacht hat, Watson war noch in der Grundschule in den USA. Niemand sprach von der Doppelhelix DNA und niemand sprach von der Möglichkeit der Replikation von DNA. Oppain hat sein Buch in 1936 geschrieben. Es gab eine unglaubliche stalinistische Repression und das Buch wurde ins Englische übersetzt, zwei Jahre später. 1938, dann kam der Zweite Weltkrieg und kein Forscher hatte die Möglichkeit, über den Ursprung des Lebens zu arbeiten, weil es Wichtigeres zu tun gab. Und erst nach dem Zweiten Weltkrieg, in der Zeit von McCarthy in den Vereinigten Staaten, als es nicht einfach war, über die Evolution zu arbeiten, hat ein junger Chemiker, Stanley Miller, entschieden, die primitive Erde zu simulieren mit einem Experiment unter der Leitung seines Chefprofessors, ein unglaublich guter Chemiker. Und in seinem Experiment hat er Methan genommen, Ammoniak, Wasser und Wasserstoff und mit elektrischen Entladungen für eine Woche konnte er ohne Probleme jede Menge organische Moleküle und Aminosäuren produzieren, die wieder Baustein der Proteine sind. Das war ein kleines Experiment. Wenn man nach links schaut, dann sieht man das Bild von Stanley Miller im Labor. Und dann haben sie die Laborbedingungen geändert. Man hatte damals Asbest benutzt zur Wärmeisolierung, das würde heute niemand mehr tun. Und es ist interessant, wie gingen sie zum Labor? Krawatte, weißes Hemd, Ärmelschoner. Manschettenknöpfe. Alles total sauber. Und heute also das Interessanteste ist, dass nach 5 Stunden hat Miller beobachten können, dass sich organische Moleküle heranbildeten. Viele haben vergessen, dass im selben Jahr, als Stanley Miller seine Ergebnisse publizierte, gleichzeitig auch die Doppelhelix publiziert wurde als Modell. Also das heißt, die Ausbeute des Jahres 1953 ist unglaublich. Wir haben gezeigt, es zeigte sich eben dieses Modell der Uratmosphäre und der Doppelhelix. Und das hat alle Biologen gezwungen, die über das Leben nachdenken und seine Ursprünge im Schatten dieses Einflusses der Molekularbiologie
die Beziehung zu den Ursprüngen des Lebens herzustellen. Und es war sehr wichtig, das Experiment anzuschauen, das 7 Jahre später mein Kollege und mein Lehrer, ein Oro, ein katalanischer Chemiker, gemacht hat. Er hat gezeigt, dass man ohne Probleme aus Cyansäure dass man daraus ohne Probleme eine Selbstkondensation, Autokondensation machen kann, eine sehr elegante Synthesereaktion, woraus man dann Adenin mit einer großen Geschwindigkeit synthetisieren kann. Einige Jahre später hat Les Logel in Loyola, Ferris und Orgel in Kalifornien gezeigt, dass dann, wenn man Zwischenstufen dieser Reaktion nimmt und wenn man sie das der Sonnenlicht aussetzt, dass dann das Adenin allein unter Einfluss des Sonnenlichts entsteht. Dieses Experiment zeigt, dass gleichzeitig wie die primitive Erde Aminosäuren bilden konnte, konnten auch Nukleinsäuren entstehen. Ich kann jetzt nicht die ganze präbiotische Chemie erklären, die sehr faszinierend ist. Ich will nicht riskieren, dass ihr einschlaft. Aber wir haben kein Stück der Urerde. Wie können wir dann beweisen, dass sie eine Zusammensetzung hatte, die dem entspricht, was wir denken? Wir haben ein Geschenk des Himmels. Im wörtlichen Sinn, es ist ein Meteorit, insbesondere der Meteorit von Murchison, der auf Australien gefallen ist, nachdem wir auf dem Mond gelandet waren. Die NASA hatte ein ganzes Labor, um eine chemische Analyse zu machen, ohne eine Kontamination befürchten zu müssen. Und mit dieser Infrastruktur der NASA konnte man den Meteorit analysieren. Der ist genauso alt wie die Erde, 4,6 Milliarden Jahre. Und wenn man die organische Zusammensetzung anschaut, sieht man Aminosäuren, Purine, Pyrimidine. Das heißt, es gibt eine Zusammensetzung wie das Experiment von Miller, und eine Komposition, die zu Leben führen könnte. Es ist kein Hinweis, wie wir uns die Entstehung von einer Ursuppe vorstellen könnte auf der Erde vor dem ersten Leben. Und das erlaubt es sich vorzustellen, wie die Erde in ihrer Frühform war, wo die vulkanische Energie, wo Meteoriten aufschlagen, Kometen, elektrische Entladungen sind und all das ermöglichte, Aminosäuren zu folgen, Nukleinsäuren und so weiter. Gut, ne, wir können problemlos die Ursuppe dann verstehen, die sich bildet. Das ist eine Suppe ohne Koch, die sich auf natürliche Weise bildet, wenn jemand annehmen will, dass Gott ein organischer Chemiker ist, ist schon okay. Aber das ist eine Frage des Glaubens. Es ist keine Frage, die man im Labor beweisen kann. Wir brauchen keinen kosmischen Koch für die Ursuppe. Das große Problem, das die Forscher besorgt hat, wie kann man aus solch einem System ein Molekül von DNA produzieren, das sich replizieren kann? Und wo die genetische Information drin ist, aber ohne katalytische Aktivität, wie es für RNA der Fall ist und die Proteine. Das ist ein unglaubliches Problem. Es war fast eine ideologische Schlacht.
Was war zuerst Proteine oder Chemie? Und 15, 20 Jahre war das eine intensive Debatte, fast gewalttätig zwischen den verschiedenen Fraktionen, die wir über die Ursprünge des Lebens arbeiten. In der Tat ist es möglich, dass vor den Proteinen, vor der RNA, die RNA entstanden ist, die immer aussah, wie wir dachten immer, das war nur ein Botschafter, aber es ist auch ein Molekül, das eine Struktur hat, die dreidimensional ist, die extrem komplex ist. In den 60er Jahren hat Leslie Auriel und Francis Crick gesehen haben, dass DNA ein schönes Molekül ist. Das ist wie eine salomonische Säule mit enormer Symmetrie. Proteine sind viel komplexer und diese Strukturkomplexität erklärt die katalytischen Möglichkeiten der Proteine. Und dann haben sie gesehen, dass die RNA ein Molekül ist, das die Möglichkeit hat, sehr komplexe Strukturen, räumliche Strukturen zu bilden, und haben etwas Außerordentliches getan. Crick und Auriel haben vorgeschlagen, dass RNA ein Katalysator ist. In der Biologie ist es schwierig, eine Vorhersage zu machen. Wir können immer die Vergangenheit erklären, aber wir können nicht in die Zukunft sehen. Das ist nicht wie organische Chemie oder Newtonsche Physik, die Biologie. Crick und Auriel haben diesen Vorschlag gemacht und nach 20 Jahren wurde zufällig entdeckt, dass in der Tat RNA katalytische Eigenschaften hat. Die Gruppe von Tom Shea und Cissy Allman haben gezeigt, dass RNA eine Reaktion beschleunigen kann. Nämlich das Aufbrechen der Synthese von RNA und das Aufbrechen von RNA. Und das war eine große Überraschung, weil wir sind erzählt, dass die biologischen Katalysatoren die Proteine sind. Und heute wissen wir, dass wir nicht erklären können, wie die Biologie funktioniert, ohne die katalytischen Eigenschaften von RNA zu kennen. Einmal habe ich Francis Crick gefragt, der diese Eigenschaften von RNA entdeckt hatte. Und er hat mir gesagt, ich hatte das eigentlich vergessen. Nein, er hatte das nicht einfach vergessen. Das Problem ist, dass die ganze Biologie aufgebaut war auf Proteinen als Biokatalysatoren und niemand, auch nicht mit dem, die mit großem Prestige wie Crick, niemand glaubte, dass das möglich sei mit der RNA. Diese Idee, können wir sagen, dass RNA genetische Informationen enthält, wie die DNA. Das zeigt sich bei den Dengue-Virus oder AIDS-Virus. Aber sie sind auch Katalysatoren für chemische Reaktionen. Es ist wie ein zweigesichtiger Gott Janus der Römer. Niemand denkt, dass RNA zufällig entstanden ist. RNA ist das Produkt eines chemischen Evolutionsprozesses. Aber das heißt nicht, dass wir das ganze Leben auf der RNA verkürzen können. Wir haben Laborexperimente, die zeigen, dass die Interaktionen zwischen verschiedenen Molekülen das Entstehen von neuen Eigenschaften erlaubt. Wenn man zu Exoplanets geht, da gibt es dann ein Experiment über DNA-Moleküle, die zeigt, wie DNA-Moleküle sich organisieren können. Und es gibt das Experiment meiner Kollegin Erin Shane in den USA, die zeigt, wie ein RNA-Molekül sich binden kann an eine Substanz, die man in der Molekularbiologie sehr viel benutzt. Und wenn RNA in einem Liposom ist, dann kann es mit anderen Molekülen über die Membran arbeiten. Und seine Verbindungseigenschaften steigern sich in eindrucksvoller Weise. Das
das Leben hängt nicht von einem Molekül ab, sondern von der Interaktion zwischen verschiedenen Komponenten. Heute können wir sagen, dass wir eine Neubewertung haben der Idee von Opari mit seiner reduzierenden Ursuppe. Heute denken wir, dass einige Eigenschaften der primitiven Erde auf Meteoriten gelangt ist und es erlaubt hat, dass diese Ursuppe entstand. Niemand spricht heute von Heute sprechen wir von einer RNA-Welt und einer darwinistischen Idee von der Heranbildung von RNA. Und dann entstand die DNA und die Proteine. Wir haben so folgende Schritte. Also Ursuppe. Wir wissen nicht, wie diese Ursuppe entstand und wie die RNA da reinkommt. Die Ribosomen, die diese Molekularmaschine in jedem Zelle ist, die Proteine bildet, DNA stabilisiert die genetische Information. Es ist ein Produkt der biologischen Evolution. Und dann haben wir diese außergewöhnliche Explosion der biologischen Diversität. In diesem Schema haben wir ein lineares, vereinfachtes Bild der Evolution gezeichnet. Und man muss sagen, und das ist sehr, sehr wichtig, wir wissen nicht, ob das Leben so entstanden ist. Es ist vollkommen unmöglich, das zu beweisen, dass das so gelaufen ist. Aber die verfügbaren Beweise, die wir aus der Astronomie, aus der Chemie, aus der Physik haben, aus der Paläontologie, aus der Molekularbiologie, die das sind übereinstimmend mit der Möglichkeit, dass die Entwicklung so angefangen hat. Ich muss auch unterstreichen, dass es immer eine große Konfusion gibt. Die Evolution ist nicht ein Fortschritt zu höheren Formen des Lebens. Es gibt keine höhere Form des Lebens. Es ist wahr, dass wir ein entwickeltes Gehirn haben, aber unsere metabolischen Fähigkeiten sind sehr gering, wenn wir das vergleichen mit einem Bakterium. Das Bakterium hat keinen Entwicklungsweg gegangen der Gewebebildung. Aber es hat eine metabolische Fähigkeit, die es eine Kontinuität der Bakterien erlaubt hat in seinen über 4 Millionen Jahre hinweg. Und wir haben diese Möglichkeit nicht. Diese Idee ist eine Idee mit dem Vorurteil eines männlichen Menschen, der das entspricht nicht der biologischen Realität, was wir auf diesem Bild sehen. Die Reichtum der Biodiversität zeigt den ganzen möglichen Raum, den man studieren kann. Das ist wichtig, denn es gibt ein anderes Problem, nämlich das extraterrestrische Leben. Und ich empfehle dieses Buch hier, das man im Internet finden kann, von George Basaya, der ein großer Forscher über die Geschichte, die Philosophie und die Forschung ist, und er zeigt, wie das Vorurteil, das wir haben über die Entwicklung der Technologie heute, sich umgewandelt hat in eine Prämisse für die extraterrestrische Suche nach Leben. Ich muss also hier etwas herausstellen, das eine große amerikanische Forscherin sagte, dass die Idee der Evolution die Extrapolation der Wasp-Elite der USA ist. Wir müssen sehr aufpassen, dass das Vorurteil, das wir über unsere Zivilisation haben, nicht auf andere Planeten ausgedehnt wird. Die Forschung nach intelligentem Leben im Universum hat einige Charakteristiken,
die erstens, es ist der Reflex des Kalten Kriegs, der Terminus L von Drake, der von einer der Möglichkeit einer Zivilisation spricht, die sich nicht selbst zerstört durch den Atomkrieg. Und das ist so ein solcher Reflex. Und es ist eine utopistische Lösung, die zeitgenössischen Aspekte zu vergessen. Sein Freund Frank Drake hat gesagt, wir müssen extraterrestrisches Leben suchen, weil wir so das Problem der Umweltverschmutzung unseres Planeten lösen können. So können wir vielleicht die Unsterblichkeit finden. Das ist eine sehr vage Hoffnung. Es ist ganz klar, eine nicht autorisierte, mediocre Extension heute denkt niemand, dass die Technologie immer die Lösung für alles ist. Und es ist ganz klar, eine anthropomorphische Idee der Evolution des Kosmos. Und dann gibt es die religiösen Implikationen von SETI, SETI als Göttlichkeit für die Atheisten. Und er hat gesagt, diese einfache Theologie über die Evolution ist Supermarkt-Theologie. Die letzte Botschaft ist klar. Wenn man das Ursprung des Lebens im Universum anschaut, Ursprung des Lebens, dann ist es wichtig, eine intellektuelle Demut zu entwickeln. Diese Demut darf aber nicht unsere wissenschaftliche Neugier einschränken. Noch einmal danke, Antonio, für diesen sehr schönen Durchgang, der sehr zusammenfassend beschreibt und klar ist und anregend ist. Jetzt stellen wir eine Frage an unseren anderen Gesprächspartner, da auch allgemeinen Charakters. Seine Kompetenzen liegen in der Wissenschaft und in der Theologie. Und deswegen möchte ich Ihnen diese Frage stellen. Wie stellt sich das christliche theologische Denken angesichts der Hypothese eines Lebens, was sich auf einem anderen Planeten entwickeln könnte? Kann ein Christ ernsthaft diese Hypothese annehmen, dass es ein Universum gibt, wo es noch weiteres Leben gibt? Das Erste, was mir einfällt, ist, dass die christliche Theologie von Gott spricht als das Leben, der Lebendige, derjenige, der das Leben gibt, derjenige, der lebt. Im Unterschied zu den Idolen sind die Propheten sehr klar. Die Idole leben nicht, aber der Gott Israels lebt. Also wie kann man in der Theologie angesichts der Möglichkeit eines Lebens im Universum, hat man nur als einzigen Bezugspunkt, dass das Leben dort sich, dass das Leben hat sich dort entwickelt hat, wo es sich entwickelt hat, und wir können es einfach nicht wissen, ob es anderswo entstanden ist. Zweiter Aspekt, und ich versuche das in einem Durchgang von einer halben Stunde zu erläutern. Es erscheint mir, dass die Theologie und die
christlich-jüdische Offenbarung vom Ursprung des Lebens spricht, im Sinne eines Ziels. Warum gibt es Leben im Kosmos? Warum gibt es Leben auf der Erde? Und die Antwort ist nicht viel anders als eine andere radikale Antwort, nämlich weil es das Universum gibt, weil wir existieren, weil jeder Einzelne von uns existiert. Wenn ich das Wort Ursprung benutze, dann benutze ich es in diesem starken Sinne. Dieser Ursprung des Lebens in Gott als derjenige, der es gewollt hat, der das Universum für das Leben gewollt hat, ist vergleichbar mit den verschiedenen Vorstellungen über den Anfang des Lebens. Wir haben über die Ursuppe gesprochen. Diese Szenarien können ganz unterschiedliche Gestalt haben in der Chemie, in der Biologie, aber es sind immer Szenarien des Ursprungs. Aber wir sprechen immer von einer Intentionalität. Jemand hat das gewollt. Jemand hat das Sein der Welt schenken wollen. Einer Welt, die der Reflex des lebendigen Gottes ist. Und dieser Weg, wenn ihr mir erlaubt, können wir gemeinsam machen. Ich werde ihn euch jetzt zeigen. Das Leben im Kosmos, ich möchte nicht von Gott in diesem metaphorischen Sinn sprechen, sondern vom Ursprung. Ich werde versuchen, es in drei Schritten zu machen und eine Schlussfolgerung ziehen. Drei Schritte, die Fragen sind, die wir uns stellen. Das biologische Leben hat seinen Ursprung in Gott. Die zweite Frage: Ist das Auftauchen von Leben Antwort auf ein Projekt? Und drittens, ist das vibriert vor Leben. Vibriert das Universum vor Leben? Das biblische Bild in der jüdisch-christlichen Sicht spricht ausdrücklich von der Kausalität zwischen Gott und Leben. Gott ist Ursprung des Lebens. Gott ist derjenige, der das Leben liebt. In der jüdisch-christlichen Tradition spricht man klar davon, dass das Leben ausdrücklich Frucht des Willens Gottes ist. Es ist nicht zufällig entstanden. Es ist das, was er will. Gott steht sozusagen diesen Schritten vor, die die Entwicklung ermöglichen. Mann und Frau sind geschaffen als persönliche Wesen vor Gott. Auch wenn ihr Anfang abhängt, wie auch das Leben von allen anderen Lebewesen, ist die Beziehung zu Gott, entspringt sie einem neuen Plan, den Gott hat. Gott ist der Ursprung des Lebens. Das ist der Unterschied, den ich noch einmal unterstreichen will in meinem Beitrag. Intentionaler Ursprung und Anfang im Sinne einer kosmisch-chemisch-physikalischen Kette. Das sind jetzt habe ich einige bekannte Schritte aus der Heiligen Schrift. Ich möchte eure Aufmerksamkeit lenken auf einige Stücke der Bibel, die ihr vielleicht schon kennt, wie zum Beispiel die Erde, Wasser produziert und das Wasser wimmelt vor Leben. Es gibt eine Kausalität, die den Elementen anvertraut ist. In der Erschaffung von Mann und Frau geschieht etwas, was wieder neu entsteht. Der Mann wurde ein Lebewesen durch das Einhauchen des Lebens durch Gott. Die materiellen Gründe reichen nicht. Gott muss seinen Geist vermitteln an den Menschen. Das heißt, über den Ursprung des Lebens zu sprechen in theologischer Perspektive,
heißt, mehr zu sagen als vom Anfang der ersten Dinge zu sprechen im physikalischen Sinn. Wir haben zwei Erzählungen in der Bibel, zwei wesentliche Erzählungen, Genesis 1 und Genesis 2. Im ersten Kapitel der Genesis haben wir diese zwei Perspektiven, die theologische Perspektive und die wissenschaftliche Perspektive. Wir haben einen Diskurs über den Ursprung und einen Diskurs über den Anfang. Genesis 1 benutzt wissenschaftliche Kenntnisse der damaligen Zeit. Hier müssen wir auch eine Zweideutigkeit klären. Manchmal denkt man, dass die linke Sprache von Genesis 1 mythologisch ist und aus archaischen Mythen kommt. In Wirklichkeit, wenn wir den Text gut anschauen, dann gibt es eine enorme Kraft in diesem Text, der Synthese seitens des Redakteurs des Textes, um die damaligen wissenschaftlichen Kenntnisse zusammenzubringen mit dem klaren Glauben, dass Gott der wirkliche Ursprung von all dem ist. Gott hat Himmel und Erde geschaffen. Genesis 2 hat eine allegorische Sprache und eine theologische Perspektive. Das Leben ist ein Attribut Gottes, nicht etwas, das Gott hat, sondern Gott ist Leben. Er unterscheidet sich von den Idolen, weil er lebendig ist. Der lebendige Gott ist lebendig, nicht weil er am Leben teilhat, sondern weil er das Leben ist. Er ist auf der Seite des Lebens. Das Leben ist mit Gott verbunden. Dio gibt allen Dingen den Leben im Neuen Testament. Wir sehen im Neuen Testament, dass er das Leben durch seinen Sohn gibt, der in die Welt gekommen ist, damit die Menschen das Leben in Fülle haben. Das trinitarische Bild Gottes lässt uns verstehen, wie der Vater, von dem alles ausgeht, ermöglicht, dass sein Sohn das Leben in der Fülle gibt und der Geist ein lebensspendender Geist ist. Das heißt, jede der drei Personen haben diese Beziehung mit dem Leben. Unter den drei häufigsten Verben des Handelns im Neuen Testament gibt es das Verb heilen, Therapien. Jesus heilt. Er heilt nicht als guter Arzt, sondern er heilt mit der Radikalität von dem, der selbst das Leben ist. Welche theologischen Implikationen gibt es in einem wissenschaftlichen Kontext? Die erste Implikation ist, dass das schöpferische Handeln Gottes dazu neigt, personale Wesen vor sich haben möchte. Das Ziel der Schöpfung ist, Gesprächspartner, personale Wesen zu haben, die teilhaben an seiner Göttlichkeit im höchsten Sinn, an seinem Leben teilhaben, so wie Gott lebendig ist. Die radikale Allmacht und Transzendenz des Schöpfers löst jede mögliche Verbindung zwischen Kausalität Gottes und Kausalität auf der Ebene des Geschaffenen im Sinne der Zweitursachen von Chemie, Biologie, Physik und Geschichte. Das Ziel des Schöpfers ist, dass er das Universum für das Leben schafft. Dieses Ziel aktualisiert jede andere Zweitursache. Wenn wir die Metapher von vorher nehmen, also das Rezept kommt vor dem Koch und vor den Inhaltsstoffen, es ist etwas Gedachtes. Also, zu sagen, dass Gott Leben ist, bedeutet, sich auseinanderzusetzen mit einem Versprechen. Denken wir darüber mal nach. Das Leben zeigt sich als Versprechen, Verheißung. Gott ist Leben, er ist der Lebendige und unsere phänomenologische Erfahrung ist ein endlicher thermodynamischer Zyklus. Damit es Leben gibt, muss es auch Tod geben. Das bedeutet,
dass das Leben etwas in sich trägt, was das Leben selbst transzendiert. Das Leben ist Sitz einer Verheißung. Das ganze Universum hat Teil an einer trinitarischen Wesenhaftigkeit des Lebens. Gott ist Leben, weil er Communio von Personen ist. Alles ist im Wort Gottes geschaffen, durch das Wort Gottes, durch das fleischgewordene Wort. Alles ist aus Liebe gemacht und strebt auf die Liebe hin. Wenn die Natur der Dinge eine Beziehungsnatur ist und das in Gott so ist, dann ist auch das biologische Leben das Reflex des Lebens Gottes ist. Da auch da muss die Beziehung wesentlich sein. Das Leben ist Beziehung. Wir sprechen von Organismen und nicht Mechanismen. Das Leben ist ein Netz von Beziehungen. Die Wissenschaftler wissen, dass das auch eine Anwendung in der Systembiologie hat. Das heißt, das Leben insgesamt als Organismus und nicht als Mechanismus. Das heißt, Leben und Liebe fallen zusammen. Das trinitarische Bild Gottes als Communio, Leben und Liebe behält seine Bedeutung auch in einem kosmischen Horizont. Wenn wir vorher gesagt haben, dass die Theologie behauptet, dass überall da, wo Leben ist, sei es auch außerhalb der Erde, dann wäre das immer noch Effekt des lebendigen Gottes. Dann könnte sich jemand überlegen, haben wir nicht ein zu anthropomorphes Bild der Vaterschaft Gottes, eines Geistes, einer Filiation? Denken wir mal darüber nach. Wo es Leben gibt, gibt es auch das Hervorbringen von Leben, Zeugung. Wo es Leben gibt, gibt es Gemeinschaft. Und wo es Leben gibt, gibt es die Möglichkeit des Andersseins, nicht nur in der generativen Linie, sondern auch in der, dass ich vor mir jemanden habe, den ich nicht selber hervorgebracht habe. Das trinitarische Bild Gottes, der Subjekt des Hervorbringens ist, also der Communio unter den Menschen zum Beispiel, dann ist das kein anthropomorphes Bild. Das heißt, da, wo es Leben gibt, behält es auch seine Bedeutung. Der zweite Schritt, den ich mit euch machen will, ist, auf die Frage zu antworten, ob das Auftauchen des Lebens Teil eines Plans ist. Der Titel unserer Begegnung ist die Frage, ob es ein singuläres Ereignis oder ein unvermeidlicher Weg ist, dass Leben entsteht im Universum. Die Wissenschaft kann darauf quantitativ antworten, mit Gleichungen, mit Wahrscheinlichkeitsrechnung und mit Berechnungen. Das ist alles sehr wichtig und muss getan werden. Aber das Leben hat auch qualitative Beziehungen, nicht nur quantitative. Denkt mal zum Beispiel an die Auswahl einer Person bei der Eheschließung oder die Liebe der Mütter für die Kinder. Das sind qualitative Beziehungen. Sie haben eine physiologisch-biochemische Basis, aber wir sprechen hier nicht nur über Quantitäten. Wenn wir von Leben reden, reden wir von existenziellen Beziehungen. Was ist der Sinn meiner Existenz? Und diese existenziellen Beziehungen sind die, über die die Theologie spricht. Und dieser dritte Aspekt, der uns am meisten interessiert, ist folgender. Wir als Menschen sind interessiert an den Antworten auf unsere Existenz. Wenn wir also den Titel in wirkliche Bedeutung übersetzen, dann müssten wir uns folgende Frage stellen. Hinter der Welt, in den Grundlagen der Welt, steht da jemand, nicht etwas, sondern jemand, und ist dieser jemand einer, der mir etwas zu sagen hat? Und bin ich diesem jemand etwas wert? Das ist eine existenzielle Beziehung. Und das ist das, was uns am meisten interessiert. Die Antwort, die die Theologie liefert für diese Frage, die ich in personalistischen Termini gestellt habe, hängt nicht von der wissenschaftlichen Formulierung ab. Das heißt, nicht von allen möglichen Szenarien, die in Bezug auf
das Entstehen des Lebens auf diesem Planeten denkbar sind und vielleicht auch auf anderen Planeten. Ein geschaffenes Universum, das zum Leben hinstrebt, weil das das intentionale Projekt des Schöpfers ist, ist kompatibel mit einem Kosmos, in dem das Leben sich als einzigartig und nicht wiederholbar herausgestellt hat, aber auch kompatibel mit einem Kosmos, der von Webeln nur so wimmelt, denn das ist alles gewollt von dem, der alles geschaffen hat. Wir sprachen vorher mit einem Kollegen über die Tatsache, dass beide Hypothesen die einzigen beiden Möglichkeiten sind. Die erste ist, dass wir einsam sind und die zweite, dass wir nicht einsam sind. Beide wären beunruhigend. Ich muss sagen, beide sind faszinierend. Wir wissen nicht, welche der beiden die wirkliche Hypothese ist, die der Wirklichkeit entspricht, und vielleicht werden wir das auch nie erfahren. Vielleicht werden wir es nie schaffen, unser Universum in einer Weise zu organisieren, die so tief ist, dass wir da eine definitive Antwort drauf geben können. Wir können nur Zeichen des Lebens treffen, und die nicht zu treffen, kann nicht bedeuten, dass ich behaupten muss, dass es diese Bedeutung nicht gibt. Der Wille des Schöpfers, der Ursprung des Lebens ist, Ontogenese, ist kompatibel mit jeder wissenschaftlichen evolutionären Beschreibung des Lebens, Morphogenese, einschließlich des Anfangs des Lebens. Außerdem in der Mittelaltertheologie, als man die heutigen wissenschaftlichen Erkenntnisse nicht hatte, war es in keiner Weise schwierig zuzugeben. Es gibt Artikel in der Summa Theologiae von Heiligen Thomas, wo der Heilige Thomas über die spontane Reaktion und Erzeugung spricht. Es gibt die Sonne und es gibt das Potenzial der Erde, sodass das Leben in seinen elementaren Äußerungen Resultat war einer spontanen Lebensbildung. Das war keine Hypothese, die damals die Theologen im Mittelalter wie den Heiligen Thomas oder Bonaventura beunruhigt hätten. Das personale Sein, und darauf möchte ich eure Aufmerksamkeit lenken, das personale Sein besitzt Äußerungen, Freiheit, Rationalität, die nicht von evolutiven darwinistischen Mechanismen kommen, die also nur über genetische Mutationen arbeiten. Die Evolutionsanthropologie von heute sagt uns, dass die Affektivität, das Selbstbewusstsein, das Opfer aus Liebe Verhaltensweisen sind, die mit unserer kulturellen Evolution zusammenhängen. Das hängt nicht nur nicht ab von der genetischen Evolution, sondern bestimmt sie in gewisser Weise. Dann habe ich noch eine Folie über das anthropische Prinzip. Das könnte dem einen oder anderen von euch bekannt vorkommen. Es ist eine Zusammengehörigkeit von wissenschaftlichen Resultaten, die zeigen, wie die Bedingungen auf unserem Planeten entstehen, als sehr delikate Parameter und physikalische Konstanten, die dieselben sind wie in unserem Universum. Manchmal spricht man vom anthropischen Prinzip wie der Beweis eines Projektes. Oder andere sprechen davon wie von etwas, das deterministisch und immanent ist und damit rein materialistisch. Ich möchte mit euch nur einige Konzepte klären. Ich glaube, es gibt darüber ein wenig Verwirrung. Das erste Konzept ist, dass das anthropische Prinzip, das heißt die Heranbildung von delikaten Sintonieprinzipien zwischen kosmischem Universum und biologischem Leben, dies alles betrifft notwendige Bedingungen, die aber nicht hinreichend sind, um das Leben zu bekommen. Es sind notwendige Bedingungen, denn wenn die nicht da sind, gibt es das Leben einfach nicht. Aber sie sind nicht hinreichende Bedingungen.
Sie könnten alle da sein und das Leben könnte aber trotzdem nicht da sein. Die Tatsache, dass ich eine gute Note in einem Fach habe, heißt noch lange nicht, dass ich das studieren muss. Und es kann auch sein, dass das gilt auch für anthropische Heranbildung von Leben. Das anthropische Prinzip zeigt das Leben nicht als etwas Unvermeidliches, sondern ist in eins mit der ursprünglichen Struktur des Kosmos. Es sind Strukturen, die in den ersten Augenblicken des Universums da waren. Das sind also nicht, sind nicht das Resultat einer Selektion. Eine deterministische Interpretation des anthropischen Prinzips wäre ein philosophisches A priori-Postulat, kein Resultat, was aus wissenschaftlichen Fakten entstehen würde. Das anthropische Prinzip ist kein Nachweis weder für noch gegen einen absichtlichen Plan der Natur. Es ist eine Argumentation, die auf einer wissenschaftlichen Kausalität begründet. Und sie kann keinen Anspruch erheben auf eine ontologische Kausalität oder eine intentionale Kausalität. Dritter Schritt ist, sprüht unser Universum vor Leben. Wir werden sehen, welches die theologischen Ansichten davon sein können. Der erste Ort, der meines Erachtens interessant ist, hat einen religiösen Widerhall. Wir lesen einen interessanten Teil. Das kraftvolle Thema von E.T. berührt wichtige Punkte der Psyche des Menschen. Das anziehende Element scheint die Tatsache zu sein, dass wenn man entwickelte Lebewesen die Erforschung von Extraterrestrischen kann gesehen werden als die religiöse Forschung, die es immer schon gegeben hat, und nicht nur als Teil eines wissenschaftlichen Projekts. Paul Davies zeigt hier ein interessantes Aspekt des Problems. Es ist, als würden wir Menschen Antworten für Probleme suchen, die grundlegend sind und wichtig, aber wir wissen leider die Antworten nicht zu geben. Also erwarten wir, dass jemand von außerhalb der Erde uns die Antworten gibt, der von einem anthropologischen externen Horizont her gesehen. Diese Idee ist sehr nahe der Idee der christlichen Theologie, nämlich Gott enthüllt sich dem Menschen nicht durch extraterrestrisches Leben, aber er teilt uns seinen Plan mit von außen, indem er Mensch wird, indem er auf unsere Ebene herabsteigt. Das war die einzige Art und Weise, damit wir verstehen könnten, ohne Irrtümer einzumischen, in hinreichend kurzer Zeit, wie der heilige Thomas gesagt hatte schon. Es gibt Fragen über das Thema des Lebens im Kosmos, zeigen sich viele Fragen. Es gibt sehr legitime Fragen, auf die Wissenschaft an die Theologie richten soll. Wenn es einen Glauben an den Schöpfer gibt, ist das konsistent mit intelligentem Leben in einem kosmologischen Kontext? Das ist eine gute Frage. Und die Antwort ist ja, es ist konsistent mit der Theologie. Eine zweite Frage, was ist die Beziehung zwischen extraterrestrischem Leben, wenn es das denn gibt, mit der Enthüllung Gottes als Leben und Quelle des Lebens? Das ist die Antwort, die ich gegeben habe schon am Anfang. Es wäre auf jeden Fall ein Reflex Gottes.
welche Beziehung könnte das vernünftigerweise intelligentes extraterrestrisches Leben mit einer Selbsterthüllung Gottes als letzter Zweck des intelligenten Lebens im Kosmos haben? Das sind wichtige Fragen für die Theologie. Dann gibt es andere Fragen, die nicht konsistent sind, weil sie von ihrer Epistemologie her nicht gut gestellt sind. Und ich möchte euch einige Beispiele dafür geben. Zum Beispiel erklären zu müssen, ob ein extraterrestrisches Leben eine Erbsünde hat. Da kann die Theologie nicht darauf antworten, weil es keine Informationen dazu gibt. Man kann der Theologie nicht sagen, du musst antworten, wenn du keine Daten hast. Oder die Theologie muss erklären, ob Gott auf anderen Planeten am Kreuz sterben muss oder nicht, ob er Fleisch werden muss oder nicht. Die Theologie schweigt darüber, weil sie dazu keine Antworten hat. Die Theologie kann darauf nicht antworten. Oder erklären, ob die Gegenwart von extraterrestrischem Leben von der Heiligen Schrift bestätigt oder widersprochen wird. Da gibt es jede Menge Literatur. Am Ende sind es Hypothesen ohne jede Konsistenz. Das steht einfach nicht in der Heiligen Schrift. Wenn die Theologie solche Fragen nicht beantworten möchte, dann nicht, um zu große Schwierigkeiten zu vermeiden, die man nicht anpacken will, sondern es handelt sich um Fragen, die dann, wenn man sie so bestellt werden, schon Teilantworten enthalten an ihren Bedingungen. Und man kann ohne Informationen eben dazu nichts sagen. Der christliche Gott ist kein platonischer Gott, von dem alles abgeleitet werden kann im platonischen Sinn. Der Gott der Christen ist Leben und Freiheit. Wenn es ein platonischer Gott wäre, dann könnte ich vom Bild Gottes alles deduzieren. Aber das geht beim christlichen Gott nicht, weil sie von der Freiheit Gottes abhängen. Einige Perspektiven, theologische Perspektiven über das Leben im Kosmos. Es gibt keine Argumente gegen extraterrestrisches Leben in der Theologie. Auf der anderen Seite ist die klassische Lösung, die Einzigartigkeit des Menschen nicht gleich als naiv oder antiwissenschaftlich bezeichnet werden, solange man keine anderen wissenschaftlichen Daten hat. Die christlich-jüdische Tradition bekennt den Glauben in die Existenz der Engel. Oder auch der Sinn der Schöpfung ist nicht vollkommen erschöpft in der Beziehung zwischen Mensch und Gott, sondern es gibt andere Geschöpfe, die alle von Gott abhängen. Aber eine eigene Offenbarungs- und Heilsökonomie haben können, die anders ist als die der Menschen. Wenn wir so wenig über die Menschen wissen, über die Engel wissen, wie wenig dann über extraterrestrisches Leben. Wie wir gesehen haben, ist das Dreifaltigkeitsbild des Gottes auch konsistent in einem kosmischen Kontext mit extraterrestrischem intelligenten Leben. Die Dreifaltigkeit als Geheimnis ist nicht nur lokal zu verstehen. Es ist die Existenz einer Vaterschaft und einer Sohnschaft. Und das hängt mit einem generativen Prozess ab. Es gibt es geschenkt einer Liebe des Heiligen Geistes, der Kommunio und des Geschenks. Das ist nicht einem freien und bewussten Leben auch außerhalb der Erde fremd. Was könnte man sagen über die kosmische Herrschaft von Jesus Christus? Das hat eine Bedeutung, die nicht lokal ist, nur für die Erde. Es ist die Herrschaft über alle Kreatur und nicht nur über die Menschen. Die Inkarnation des Wortes hat einen universellen und nicht nur lokalen Anspruch. Die Tatsache, dass Christus der Kopf ist, betrifft auch die engelhaften Kreaturen.
und es kann interpretiert werden als Haupt aller Kreaturen. In welcher Art und Weise dies dann geschieht, können wir nicht wissen. Aber die Wichtigkeit der Inkarnation auf die Erde zu lokalisieren und zu beschränken, das scheint mir theologisch nicht haltbar zu sein. Alles ist auf ihn hin geschaffen. Es geht um einen Christozentrismus, nicht um Geozentrismus oder Anthropozentrismus. Christus ist Zentrum von Kosmos und Geschichte, nicht als Mensch Jesus, sondern als göttliches Wort. Diese geschöpfliche Dimension ist bedeutsam für jede Kreatur. Gott hat in Christus die Natur des Geschöpfes angenommen und das hat einen Wert über die menschliche Geschöpflichkeit hinaus. Christus hat die Materie angenommen, Raum und Zeit. Er hat auch die Tatsache des Todes angenommen und in seinem auferstandenen Leib die Nicht-Definitivität des Verfalls des Leibes gezeigt, sondern er hat gezeigt, dass das Versprechen erfüllt wird. Das ist die Bestimmung des ganzen Universums, das jetzt dem Verfall verfallen ist, aber es gilt, diese Verheißung des Nichtverfallens gilt für das ganze Universum. Zusammen mit dem Wert der Erlösung von der Sünde in der menschlichen Geschichte durch die Kreuzigung Christi hat auch den Wert der bewussten Annahme der Endlichkeit und Geschöpflichkeit des Menschen. Und das ist wichtig für jedes Lebewesen, auch extraterrestrisch. Und so wäre auch die Auferstehung für jedes Lebewesen entscheidend. Die Idee eines Dialogs scheint mir nicht möglich zu sein. Wir können sie entdecken, aber nicht dialogisieren, aufgrund der großen Entfernungen. Jemand, der an Gott glaubt, würde in dieser Begegnung aufgrund des gemeinsamen Ursprungs in Gott eine wirkliche Gelegenheit sehen. Eine solche Begegnung und ein solcher Dialog, ich habe große Zweifel, könnte nicht vorbeikommen an einer religiösen Dimension. Die Idee, die sehr verbreitet ist, dass der Kontakt mit außerirdischem Leben den Homo sapiens von der Religion befreien könnte, das ist eine sehr naive Ansicht. Wir denken, dass jemand kommt und gibt uns definitive Antworten. Das ist total naiv. Die meisten existenziell religiösen Themen der Menschen würden immer weiter bestehen bleiben in ihrer Bedeutung. Der Schmerz, das unschuldige Leid, der Tod, die Hoffnung auf die Auferstehung. All das ist verbunden mit der Geschöpflichkeit und nicht nur mit der Tatsache, dass wir Menschen sind. Das letzte Wort über das extraterrestrische Leben gehört nicht der Theologie, sondern der Wissenschaft, der Naturwissenschaft. Die Existenz von intelligentem Leben auf anderen Planeten wird von der Theologie weder verlangt, vorausgesetzt noch ausgeschlossen. Den Theologen und der ganzen Menschheit bleibt nur abzuwarten. Ich danke euch. Danke an Don Giuseppe. Ich möchte die letzten Minuten dieser Begegnung dafür verwenden, um einige Fragen zu stellen, für die ich eine zusammenfassende Antwort erbitte. Fragen, die eine persönliche Richtung haben. Antonio, welche Kraft hat die Wissenschaft über das Leben? Welchen Einfluss hat sie? Welchen Einfluss kann sie haben auf das Konzept des Lebens, was wir haben?
was bringt das Leben im Innersten hervor? Wir haben eine tiefe Neugier. In deiner Erfahrung, in deiner Meinung, was ist die Auswirkung dieser Forschung? Ist gar keine einfache Frage, aber man kann zwei Aspekte hervorheben. Philosophische Aspekte einerseits und eine Reflexion über die Natur des Lebens, denn es ist ganz klar, dass Aristoteles es gesagt hat, wenn wir etwas verstehen wollen, müssen wir verstehen, wie es ursprünglich gedacht ist. Ja, wir haben eine enorme Entwicklung der Forschung über das Leben und es ist wichtig, denn es erlaubt vielleicht nicht die exakte Definition des Lebens, aber zumindest eine phänomenologische Charakterisierung dessen, was wir unter Leben verstehen. Heute sind alle zeitgenössischen Gesellschaften eingetaucht in eine Debatte über die Abtreibung, über künstliches Leben, über die Euthanasie, über Thema, die das Konzept von Leben betreffen, unsere Vorstellung von Leben. Wenn die Wissenschaft den Ursprung des Lebens erforscht, also den Übergang von dem, was wir als nicht lebendig betrachten, zu etwas, was wir als lebendig betrachten, dann gibt es einen Punkt, wo kein System juristisch, theologisch, wissenschaftlich eine optimale Antwort auf dieses Problem geben kann. Im wissenschaftlichen Sinn glaube ich, dass dann, wenn wir versuchen zu verstehen, diese außergewöhnliche Unterschiedlichkeit von Leben und Nichtleben, was sind die Eigenschaften eines mehr als chemischen und biologischen Systems, dass diese außergewöhnliche Potentialität hat. Und zwar im Sinne einer Entwicklung, um den Planeten zu verändern. Die Erde hat ganz besonders im Sonnensystem, denn es gibt keinen anderen Planeten, der Leben hat. Ich glaube nicht, dass es Leben auf dem Mars gibt oder sonst wo im Sonnensystem. Wenn man die Erde betrachtet, kann man die Entwicklung der Atmosphäre, des Wassers und der Zusammensetzung der Sedimente nicht richtig verstehen. Und deswegen brauchen wir eine gute Forschung über den Ursprung des Lebens. Eine Frage zum Schluss an Giuseppe, der diesen Faden aufnimmt, den Antonio entwickelt hat. Wissenschaft und Technologie scheinen neue Herausforderungen zu stellen an unsere Vorstellung vom Leben. Vorstellung von Leben in vielen verschiedenen Zusammenhängen. Als Priester, als Theologe, welche Besorgnisse hast du angesichts dieser Herausforderungen? Ich würde unterscheiden zwei Typen von Herausforderungen. Es gibt wissenschaftliche Herausforderungen, also die Theologie oder besser gesagt der Glaube, der mehr ist als die Theologie, hat einen Bedarf einer Form der Wissenschaft. Sie muss den Hintergrund unserer wissenschaftlichen Kenntnisse wachsen lassen, damit das beitragen kann zu einem reiferen Glauben. Also im Hinblick auf das Wissen glaube ich, dass diese Herausforderung unproblematisch ist. Tommaso Campanella hat auf Galilei geantwortet,
Unter dem Gesichtspunkt der Ethik scheint es mir so zu sein, dass es sich hier um eine Herausforderung handelt, aber der Gläubige soll sich da nicht alleine führen. Es ist eine Herausforderung für den Menschen. Ohne die Technologie muss im Dienst des Menschen stehen. Nicht, weil es einen transzendentalen Glauben gibt. Für alle Gläubigen und Nichtgläubigen ist das menschliche Wesen das höchste Gut, was wir haben. Das heißt, deswegen gibt es das Prinzip der Vorsicht, weil der menschliche Person so diesen riesigen Wert hat, das größte Wert hat von dem, was wir haben, von der Empfängnis bis zum natürlichen Tod, muss angeschaut werden als ein Gut, das immer einen Zweck hat und ein Zweck ist und nicht ein Mittel. Es gibt einige Aspekte, die nicht so sehr die Grundlagenforschung betreffen, sondern mehr technologische Anwendungen. Viele der Probleme, die entstehen in der Bioethik, in der Biotechnologie, scheinen manchmal sehr diktiert zu sein von ökonomischen Bedürfnissen, Profit oder andere ökonomische Aspekte. Und nicht, es geht da oft nicht um den Fortschritt im Wissen. Danke sehr. Wir danken unseren Gästen. Und ich will Ihnen danken im Namen des Meetings und dem Volk des Meetings. Das Thema des Ursprungs des Lebens und des Lebens im Kosmos sind Themen, die in uns etwas in Bewegung setzen. Wir haben wissenschaftliche Themen hier beim Meeting immer versucht anzupacken, die ein emotives Echo sind von großen Fragen. Und der Ursprung des Lebens ist so ein Thema. Wie wir jetzt gesehen haben in dieser Begegnung, wenn wir diese Themen in der Tiefe anschauen und andere wissenschaftliche und durch die Wissenschaft und durch die Theologie, dann findet man Antworten, aber nicht eine einfache Antwort. Man bekommt dann eine etwas fokussiertere, klarere Frage. Das ist eigentlich der Punkt. Das primitive Leben, wie wir von Antonio gehört haben, ist ein komplexes molekulares Phänomen, das wir noch nicht gut verstehen, wie das entstanden ist, aber es gibt starke Wurzeln in der Werdegang der Erde. Diesen Ursprung des Lebens anzuschauen, zeigt die Kontinuität unserer materiellen Natur mit dem ganzen Kosmos. Aber gleichzeitig bekommen wir dadurch, haben wir auch das Gefühl der Diskontinuität, das Leben, wie wir es erfahren, wenn wir die Frage stellen, wo ist das Leben entstanden, warum sind wir lebendig, das scheint uns so weit entfernt zu sein von der Zusammensetzung der RNA. Da fühlen wir eine Diskontinuität, einen Bruch. Don Giuseppe hat uns gesagt, wenn wir vom Ursprung des Lebens sprechen, dann ist das mehr als der Anfang des Lebens im zeitlichen Sinn. Es ist eine Pluralität von Ebenen der Diskussion. Diese Diskontinuität zwischen unserer Erfahrung, lebendig zu sein, und das primitive Leben in der und die biologische Materialität des Lebens ist ein Skandalon, an dem wir uns weiter konfrontieren müssen und eine Quelle von Unruhe im Leben. Und das ist eine Unruhe, die mit sich eine drängende Frage bringt. Ich zitiere nochmal Don Giuseppe. In der Grundlage der Welt gibt es da jemand? Und ich versuche, die wissenschaftlichen Themen mit diesem existenziellen Echo zu betrachten. Und diese Ebene der Frage scheint mir immer unvermeidlich zu sein. Ich schließe mit zwei Hinweisen, die wichtig sind für das Meeting, vor allen Dingen
am 24. August, Freitag, um 19 Uhr in A3 wird Mohammed bin Abdel Karim al-Issa sprechen, Generalsekretär des Weltverbandes der Muslime der Welt. Er ist der größte, der wichtigste Repräsentant von den islamischen Ländern. Es ist ein außergewöhnliches Ereignis. Das ist der erste Mal, dass dieser Generalsekretär überhaupt in Italien spricht. Zweiter Hinweis ist ein Appell, dem Meeting zu helfen im ökonomischen Sinn. Das Meeting ist zweifelsohne ein einzigartiges Faktum, auch weil es vollkommen gratis ist. Und es ist gratis, weil es die Frucht ist einer kollektiven Anstrengung. Wir bitten darum, dass diese kollektive Anstrengung jeden berührt, soweit es möglich ist, in der Art und Weise, wie er glaubt. Aber es gibt die Stände Dona Ora mit rotem Herz. Und das Meeting bittet darum, dass die finanziellen Hilfen für das Meeting an diesen Ständen für das Fundraising abgegeben wird. Ich danke den Gästen und ich grüße euch alle. Schönen Tag.